So schließe nun deine Augen. Atme dreimal tief ein und aus und spüre, wie die Energie durch deinen Körper strömt, wie das Licht dich berührt, ausdehnt und hält. Vielleicht hast du die Möglichkeit, tatsächlich jetzt ein Bad zu nehmen. Und falls du in der Badewanne liegst, dann lausche einfach meinen Worten. Und falls du keine Möglichkeit hast, ein Bad zu nehmen, dann stell dir einfach vor, dass du jetzt in der Badewanne liegst. Auch das ist möglich. Und so spürst du, wie das warme Wasser deine Haut berührt. Du riechst vielleicht einen besonderen Duft, den du deinem Wasser beigemischt hast. Und du bist vollkommen entspannt. Du lässt dich einfach treiben. Deine Gedanken, sie kommen und gehen, wie die kleinen weißen Wolken am Himmel. Und du lässt sie auch einfach so, wie sie sind. Wichtig ist jetzt, dass dein Fokus im Hier und Jetzt liegt und dass du spürst, wie dich das Wasser sanft berührt und wie du vielleicht ein paar kleine Wellen machst mit den Händen. Spürst die Wärme des Wassers und wie deine Arme ganz leicht sind. Dein Kopf ist sanft angelehnt und du beginnst zu träumen. In deinen Träumen ist alles erlaubt und du darfst jetzt all die Träume vor deinem dritten Auge entstehen lassen, die du schon lange in deinem Herzen trägst. Das könnte sein, dass du tatsächlich deinen Seelenpartner triffst. Es könnte sein, dass du an deiner privaten Situation eine grundsätzliche Änderung vornehmen möchtest. Es kann alles sein, was dein Herz begehrt. Und so lass nun die Bilder vor deinem dritten Auge entstehen und schmücke diese Bilder aus. Sei dabei sehr genau. Achte auf die Details und genieße weiterhin die Wärme des Wassers. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du dich intensiv auf deine Bilder konzentrieren kannst. Und nun verbinde dich mit der Wassermann-Energie und mit der Neumond-Energie. Vielleicht spürst du, wie jetzt alles noch einmal intensiver wird, wie deine Bilder noch mehr Kraft und Form bekommen. Lass dich tragen und spüre, wie die Energie des Mondes in deine Seele scheint, in dein Herz hineinscheint und wie sich etwas in dir öffnet, etwas Neues und du ganz bei der Sache bist.
Und jetzt vielleicht sogar spürst, wie diese kräftige neue Energiewelle zu dir kommt und deinen Wunsch bestärkt. Lass dich treiben und verschmelze so tief wie du kannst mit den Energien, denn sie werden für dein allerhöchstes Wohl wirken. Und so lass dich treiben und schwelge in deinen Visionen. Die Mondenergie gibt dir die Kraft, deinen Weg weiterzugehen. Und zwar bewusst weiterzugehen. Bewusst und mit aufgerichtetem Haupt. Denn du bist dir bewusst, was du möchtest. Deine Manifestation hast du jetzt abgeschlossen. Und die Kraft des Lichtes durchflutet dich, verbindet sich mit der Wasserenergie und du spürst, wie du zuversichtlich und freudig bei der Sache bist. Und dann nach einer Weile komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße. Und sei wieder ganz da. Du kannst ruhig noch ein wenig in der Badewanne bleiben. Du kannst auch sofort wieder in das Hier und Jetzt kommen. Es liegt bei dir. Tue dies, so wie es sich gut für dich anfühlt. Diese Bilder, die du gesehen hast, begleiten dich nun. Sie sind mit dir verschmolzen. Und die Neumondenergie hat ihren Teil dazu beigetragen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich wünsche euch allen ganz viel Freude mit diesem Ritual. Und ich wünsche mir, dass sich eure Wünsche alle erfüllen mögen. Eine Herzensumarmung noch von mir. Bis zum nächsten Video. Muah.